Ich bin da einfach hängen geblieben, ne? Muss doch aufpassen an der Haltestelle. Boah, jetzt kommen die als alle. Wollen sie alle wieder Karten haben, oder was? Ich brauche eine Kurzstrecke. Musst du aufpassen, dass du nicht zu nah da dran fährst. Ich glaube, der Mülleimer oder die Blume oder sowas hat eine riesen Kollision. Bin ich ja eh nicht dran. Muss mal gucken, was die Innenraumtemperatur jetzt sagt. Innenraumtemperatur 22,5 Grad. 20,4. Optimal. Getriebetemperatur geht langsam in den roten Bereich rein. Ja, die muss ich mir gleich auch mal anschauen, wenn ich die einziehen kann. Oh, jetzt geht's wieder bergab. Oh, Polizei kommt mir entgegen. Und Windpfeifen habe ich wieder. Alter, ist das, ist die Kurve, ist das schön, wenn das Ding wieder ruhiger wird, ne, der Motor? Die Kurve ist geil, weil die ist schräg und dann Steigung und dann noch hoch. Die lässt sich richtig boah, geil fahren. Muss gleich ja, boah, fährt der Scheiße. Ich bin in der Kurve drin. Die ist geil, ne? Die ist geil gemacht, ja, aber... Die Fahrgäste sind am Meckern, du kannst also keinen Schwung mitnehmen. Ich fahr mit 50 Grad hoch. 40. Ah, oh, jetzt wird's noch steiler. Ja, liebe Leute, wir haben keinen Anker mit, ne? Nur mal das am Rande erwähnt. Ja. Bei mir ist der Neoplan die ganze Zeit am Schaden. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ach du Scheiße, jetzt geht's ja noch steiler hoch. Backt er das noch in dem Gang? Komm, schieb, 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 schieb. Das schaffst du. Nervenplan, das schaffst du. Ah. Und die Fahrgäste meckern, weil er zurückgeschalten hat. Oh. Warte mal, ZF oder Void? ZF. Ja, da hat er dann so geschalten, dass der richtig schön so einen Ruck gegeben hat, ne? Genau. Hat's gemacht. So Bums. Genau. Da ist die Oma dann mit ihrem Regenschirm so zusammengeklappt, dass die mit dem Kopf gegen die Scheibe geflogen ist. So Kraft zum Beispiel so Bums. So sieht's aus. Können Sie mal ruhiger fahren? Und obwohl es hier bergab geht, also zumindest was ich jetzt empfinde, wird's nicht schneller hier. Ey, könnt ihr mal ruhiger fahren? Klar, ich kann die Klippe runterfahren, wenn Sie wollen. Dann sind Sie aber auch das letzte Mal gefahren. Wenn Sie wollen. Aber schlecht. Oh, das tut mir leid. Nicht. 21,6 Grad. Hab die Heizung mal eben ausgemacht. Hab ich auch schon vorhin. Ah, oh, hier kommt ein Dörfchen oder sowas. Aber die Karte, das muss ich mal sagen. Also ich glaube, das Fazit von dieser Karte wird richtig, richtig positiv ausfallen. Ich glaube, das wird das positivste Fazit, was wir jemals gemacht haben. Ja, die erste Stunde Fahrschule ist ein Scheißdreck dagegen, weiß ich, weil sie bei der ersten Stunde Fahrschule gar nicht dabei waren, ja? Und wenn sie jetzt mal aufhören... Wenn sie jetzt nicht mal bald mal aufhören, dann geht bei der nächsten Haltestelle die Tür auf, dann mache ich meine Klappe hier auf und dann schmeiße ich sie eigentlich nicht raus. Du, ich habe ein Problem. Ich habe vor mir einen Skoda, der verweigert seinen Dienst. Oh, muss ich jetzt geradeaus? Ja, ich muss geradeaus. Du wart, hallo. Ist das hier links vor rechts oder was? Ich bin mit Hupe dran vorbeigezogen. Sackgesicht, Alter. Was das ist? Das nennt sich Fahrweise. Aber das ist schon geil gemacht hier. Diese kleinen Örtchen. Meinst du, die haben VDSL? Ja, das war echt dann doch mal zu bezweifeln. Ah, oh, schon wieder eine Tageskette. Ach, Städte. Kindertagesstätte ABC. Ja. Steht zwar jetzt ziemlich beschissen an der Haltestelle dran, aber das ist mir so egal. Ich bin über den Randstein reingefahren. Da gibt's aber noch ein Problem, lieber Herr Bauer, von der Karte, wenn die hier drüber laufen über dieses, über die Textur, dann sind sie versenkt. Jo, der Dicke hat seine großen Stammfalle in Dingens im Bürgersteig drin. Brauchst gar nicht hupen, ich hab den Blinker drin, du Fixer! So, geradeaus. Ja. Komm, bieg ab, wenn du da im Vortran sieht. Geht doch. Kannst du auch mal blinken, du Wichsgesicht? Minus 0,1 habe ich. Minus 1,1. Hä? Minus 1,2. Minus 1,3.
Ach, dann bist du schon ein bisschen weiter als ich, ein paar Meter. Ja, ja. Fährst du schon wieder links durch die Kurve? Ja, ja, da bin ich schon durch wieder. Bin schon in der Rechtskurve drin. Ach, jetzt halt doch mal die Schnauze, Isabella! Oh, bergab im Kickdown. Ja, kann ich nicht, ich hab Fahrgäste drin. Und ich hab Autos vor mir. Bei mir habe ich gerade. So ein Skoda hier. Das ist VW-Technik. Macht hier nichts draus. Ja, trotzdem willst du denn nicht rammen hier. Nee. Da muss man sich echt ein bisschen konzentrieren, weil man weiß, ja? Du weißt nie, was nach der nächsten Kurve passiert. Genau. Und du weißt auch nicht, ob der da vor dir beim Sicherheitsabstand von 30 cm nicht plötzlich auf Eisen geht, ne? Dann hast du ein Problem. Hier ist doch gerade, jetzt fahr doch auch mal schneller, du Wichser, ey. Geht doch, man muss die anhupen. Man muss den Ungarn tatsächlich anhupen. Ich würde sagen, jetzt gehe ich mal auf die Bremse, weil hier kommt schon wieder so eine kranke Kurve. Warte mal. Haben wir da oben gedreht? Ich habe das Gefühl, wir fahren zurück. Weiß ich nicht. Nee, hier sind wir nicht hochgefahren, glaube ich. Nicht? Nee. Oh, der Skoda vor mir, der meint es aber gut mit der Geschwindigkeit, ne? Ja, ja. Bin schon, voll in knapp, Eisen. Bin schon bei knapp 80. Oh, jetzt bremst er, weil die Kurve kommt. Na gut, die ist auch ein bisschen krass, die Kurve. Nee, hier sind wir nicht hochgefahren, meine ich. Aber wie oft hier Family Frost vorbeifährt. Ja. Ich habe aber noch keine Polizei mit Blaulicht vor mir gehabt. Das wäre nämlich schön gewesen. Ich hätte schön hinterherziehen können dann. Ja. Komm, jetzt gib Gas. Nur die neuen Autos, die sind ja alle schön, wie sie sind, ja? Ja. Nur, also an den Rücklichtern, da fehlt so ein bisschen, ne, wenn sie bremsen. Gerade speziell bei dem Skoda. Weißt du, was das Krasse ist? Bin jetzt so bei 80. Ah, kommt mir ein Krankenwagen entgegen, ohne Blaulicht. Ich fahr schon wieder zu dicht auf. Ach, er bremst. Fahr jetzt, drück aufs Gas hier, verfluchte Scheiße! Ne, ich glaube, hier waren wir wirklich noch nicht. Wenn dir, du kleiner Hurenbock mit dem Kennzeichen FEW 942, ja, komme ich nicht pünktlich an. Ich habe GNG 373 vor mir. Ja, jetzt bremst der auch noch. Ja, sicher bremst er. Die ganze Zeit zwischen 40 und 70 hier. Anders geht's nicht. Ich habe, glaube ich, schon bald keinen Druck mehr drin in einem Drucktank hier. So viel kann der nämlich gar nicht produzieren. So, jetzt muss ich links abbiegen und jetzt wird's wieder lustig. Da müssen wir links abbiegen. Mhm. Ja, sind zwei Autos durcheinander gefahren, okay. Da steht ein Rettungswagen rum. Ja, ja. Oh Leute, ich muss hier abbiegen. Komm, jetzt fahrt da. Wenn der rote weg ist, dann Dankeschön. Viral. Hast du nicht gesehen. Boah, ich komm hier nicht raus, so viel Verkehr wie hier ist so. Ja, genau, fahr mir rein, du Wichser! Du spielst ja wohl hier! So, besser. So, jetzt machen wir das mal hier folgendermaßen. Handbremse angezogen, Gang raus, Tür auf, rausgegangen. Und auf die Fresse hauen. Ey, du Vollidiot, Alter! Siehst du, kannst du nicht gucken, du voll bekloppter Typ! Jetzt geht aber hier richtig Sirenenalarm los hier. Was ist denn jetzt los? Du Vollidiot, du! Ich bring dich um, du Wichser! So, Klappfenster wieder zu, Tür zu. Gang rein und wechseln wir. Wenn wir hier wegkommen. Wenn. Oh, Scheiße, verflucht, ich komme hier nicht weg. Was hindert dich daran? Ja, dass alle aussteigen wollen und ich nichts mehr sehe. Das hindert mich daran.
Und du hörst nur die. Krankenwagen schon unterwegs. Ja, Polizei auch schon unterwegs. Genau. Oh, jetzt habe ich gute FPS. Jetzt habe ich sehr gute FPS gerade in dem Abschnitt. Ja, ich bin ja jetzt gerade erst losgefahren mit einer Verspätung, also Verfrühung von 04. Und da sind die FPS richtig klasse. Und da staut sich bis zu einem Berganfang bei mir hier. Also hier, wo ich gerade fahre, ist richtig geil. Bremse. Das ist ja unglaublich. Kannst du mal deine Fresse halten und aussteigen, du Wichser? So, ich fahre jetzt mit Vollgas hier runter. Das wird schon passen. Ich habe einen Nissan Qashqai vor mir, der fährt nur 40. Weißt du, was ich da mache? Ich nehme den Gang raus. Geil. Man darf nur dabei nicht, man muss nur eins beachten, liebe Leute, wenn man den Gang rausnimmt, man muss auf jeden Fall den Motor laufen lassen. Ja. Sonst ist das Getriebe nämlich innerhalb von 2 Minuten am Arsch. Ich sehe schon wieder Pfeile. Ich nicht, ich habe Verkehr vor mir. Lass gerade mal rollen. Geradeaus müssen wir. Ah, Vorfahrtsstraße zu Ende. Warum ist da ein Verbotsschild? Yo, Mr. Frosty. Ist okay. Ich habe irgendwie so einen komischen blauen Transporter vor mir. Ich nehme mal an, das wird ein Fiat sein. So, wir müssen hier rechts einbiegen. Ach du Scheiße, habe ich hier Verkehr. Ja, leg Arsch. Also, sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund der aktuellen Verkehrsbehinderungen aktuell auf diesem Streckenabschnitt wird unsere Haltestelle aktuell um 2,5 Minuten verspätet erreicht. Wir bitten um Verständnis. Eine Kurzstrecke bitte. Kannst du haben. Die fahren aber hier. Wie die bekloppen. Kannst du haben, du Knilch. Ja, bieg jetzt ab. Bieg ab. Dann seid ihr wenigstens alle weg. Bieg ab. Warte mal, wie sieht denn hier so ein Ticket aus? Ey, du Trottel, Alter. Die geht's ja wohl auch ganz sauber hier, du. Weißt du, was das Geile ist? Das Ticket, was ausgedruckt wird, ist deutsch. So, wo muss ich jetzt? Direkt dahinter muss man rechts. Ja, ja. Wie soll ich denn da reinkommen, Alter? Und ist ein bisschen kalt im Bus. Und wir sind bereits 19,9 Kilometer gefahren. Ja, läuft, ne? Ja. Oh, jetzt stehe ich auch an der Haltestelle. Ist das Endhaltestelle hier schon, oder was? Nee. Nee. Was haben wir denn hier für Dingens? Ah, jetzt haben wir eine Minute Aufenthalt hier, liebe Leute. Und die Framezahlen, die sind hier richtig genial. Hallo. Ja. Einen normalen Fahrschein. Das stimmt, in der Tat. Also ich wage dann doch mal zu bezweifeln, dass es hier tatsächlich so viel Feuerwehr und Rettung und so weiter und so fort hier unterwegs ist, mit Blaulicht dran und Sirene, Martinshorn und hast du nicht gesehen, wie hier auf dieser Karte. Das wage ich dann doch mal zu bezweifeln, weil das ist ja doch alles irgendwie so ein bisschen ländlicher gehalten. Prosti, du Wichspenner, Alter. Ich stehe hier noch, ich fahre gar nicht weg. Wette mit dir, wir müssen jetzt rechts fahren. Ich hoffe erstmal. Ich weiß es nicht. Ich höre auf jeden Fall ein Gehupe. Prosti ist so dumm, ne? Der fährt gerade einmal um den Block. Das Gefühl habe ich aber auch aktuell. Prosti, der Blockheizer. 412 geradeaus, 412 rechts. Ja, was denn jetzt? Machen wir denn jetzt? Dreh, Bezöni. Habe ich hier irgendwo einen Fahrplan? Drage, Drege, Dregeli, deine Mutter. Ich fahr rechts. Das ist eine sehr gute Idee, weil wir sind davon geradeaus gekommen, ne? Ja. Nee! Wir sind doch vorhin abgebogen, wie wir hier reingefahren sind.